Hallo Leute, willkommen zurück in der Bubble Cave. Nein, Schildkröte. Ich habe ein bisschen rumprobiert und ich glaube, ich weiß jetzt, wie es geht. Hoch, wir wollen nach oben. Es geht an sich genauso, wie ich es eigentlich versucht hatte. Hm? Ja, fast. Nein. Okay, ich gehe mal zurück zum Kristall, ich bin fast tot. Was war das denn? Na, will man mal kurz was erklären und keiner lässt ab. Es geht an sich genauso, wie ich es mir gedacht habe. Man muss den Gegner in die eigenen Bomben schmeißen. So. Und draußen habe ich mich auch umgeguckt, aber das machen wir dann, wenn es die Zeit das erfordert. Ah, ich will oben bleiben. Da hoch, ja. Kriege Schaden, toll, super, habt ihr ganz fein gemacht. Hier sind auch diese kleinen Viecher. Gehen wir nach oben? Ich glaube, wir gehen da rein. Okay. So, ab. Nein, drin bleiben und hier rüber. Okay, wir sind oben. Das reicht mir schon. So, da ist er. Schon wieder. So, und wir brauchen die Naturform und die normale Form. Was machen wir? Wir gehen in die normale Form. Holen uns so ein Ding. Nee, okay. Das tut weh. Ich will ein ganz frisches. Das ist gut. Okay, dann gehen wir in die Naturform, laden auf und gehen wieder zurück und lassen das da. Ha! Okay, hat super funktioniert. Das Ganze machen wir jetzt einfach ganz oft. Eigentlich ist der Gegner, wenn man versteht, gar nicht so schwer, aber ist total eklig zu spielen, zu verletzen. So, okay, das war das zweite. Wieder normal. Nein, falsche Form. Ich bin ganz frisches, ja, danke. Dann wieder Naturform, aufladen. Hoch, umwandeln. Au. Bin ich tot? Ist er tot? Ist irgendwas? Er ist tot, okay. Und was kriegen wir als Belohnung? Was kann das sein? Was ist das? Das ist eins von den Lebenseiern. Das hat sich doch gelohnt. As I absorbed the essence of the verse, my life force was increased. Ja, so, jetzt haben wir alle bis auf eins, würde ich sagen. Nicht Schaden nehmen. Nein. Okay. So, wo das letzte ist, weiß ich jetzt gerade noch nicht, aber das kriegen wir auch garantiert noch raus. So, dann speichern wir den Erfolg doch gleich mal ab. Saved. Gut. Und soweit ich das gesehen habe, ist das das einzige hier in der Höhle. Der Otter hat noch was, was ich eigentlich gerne hätte, aber ich weiß nicht, wie ich rankommen soll. Das Rätsel bleibt wohl ungelöst. So, und raus. So, zu dem draußen, wo ich mich ewig abgemüht habe, hier auf der linken Seite, was jetzt hier noch zu ist. Soweit ich das gesehen habe, geht hier einen Weg hoch und hier sind ganz viele Blasen und die gehen von hier aus bis ganz nach drüben bis hierher und sollen eigentlich dazu dienen, in die Bubble Cave zu kommen. Ist aber so schwer. Was gefunden habe ich nicht da drin. Also ist das wahrscheinlich wirklich nur der Weg. Ich frage mich, warum man da nicht einfach hier hochspringt, so wie ich es gemacht habe. Und hier links oben war ich auch. Bin also über diesen einen Kristall noch drüber gesprungen. Das geht. Mit Suppe geht das. Aber da war nichts. Da war nichts. Da. Und hier sind diese Blasen. Und da fällt man total leicht runter. Also decke ich hier noch ein bisschen Karte auf. Und ich denke, das Lebensei war das, was man im Frozen hätte finden sollen. Und das haben wir jetzt auch. So, hier oben die Karte aufdecken. Falls hier noch irgendwas ist oder mir jemand sagen kann, was ich mit den Ottern machen kann, dann schreibt das ruhig unter das Video. Ich freue mich sowieso immer über Comments, auch wenn einfach nur gesagt wird, ja, hier gefällt mir, was du machst oder so. Schreibt viel, schreibt Tipps. Schreibt, wie es euch gefällt, was ich anders machen soll, von mir aus auch. Da ist Balb, hier,
die Otter haben ganz viel Zeug, aber ich weiß es nicht. So. Dann hier noch ein bisschen aufdecken. Also umbringen bringt nichts. Singen bringt auch nichts, soweit ich das gemerkt habe. Ja, nee, Seelenform wird jetzt auch nichts bringen. Ich weiß es nicht. So, haben wir hier einigermaßen aufgedeckt, ja. Der nach unten auf dem Boden. Und auf dem Boden sind nur kleine Schrimps. Und hier geht's wieder runter. So, eine Sache würde ich gerne noch ausprobieren. Nämlich hier irgendwo rechts waren so große Blasen. Und da war ein ganz kleiner weißer Wal. Okay, da scheint irgendwo zu sein, aber nicht da wo... Ah, hier. Hier, mehrere sogar. Ich hab doch mal... Also ich habe in meinen Videos nachgeschaut. Ich war doch da an der dunklen Stelle, wo der Wal angezeichnet war. Und da sollte ich was sehen. Und zwar das. Okay. Gut, dann würde ich sagen, Moment. Gehen wir mal raus hier. Oh, wie weit ist das? Kann ich? Ja, ich kann. Hier unten. Hier war irgendwo... Ha, hier. Hier unten muss ich das dann wahrscheinlich singen. Bei dem großen Wal. Das habe ich irgendwie nicht mehr im Kopf gehabt. Ja. So, dann hätten wir hier das Frozen Wal auch abgeschlossen. Wie gesagt, wenn hier noch irgendwas ist, sagt es mir einfach. Und dann werde ich jetzt, weil ich ganz viel Angst habe, herunterzugehen, die einzige Möglichkeit, wie wir weiterkommen, ist hier. Und das sieht nach Finale aus. Werde ich jetzt gucken, ob ich eben solche Sachen wie hier den Wal noch zu besiegen und irgendwo noch zu gucken, wo ich noch nicht war, hier oder so, einfach noch ein paar Sachen rausfinde. Und das mache ich jetzt. Und damit ihr das nicht sehen müsst, gehe ich offscreen dahin. Also kann sein, dass ich noch ein paar mehr Vorräte habe und dann irgendwo bin. Dann bis dahin. So, und da sind wir ja wieder beim Wal. Und ich singe dann mal... Moment, das... Ha! Soll ich da rein? Ja, ich soll da rein, okay. Yay. Würde ich mal sagen, Wahl Inside Story. Oh! Oh, 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 oh. Sehr schön. Dann würde ich sagen, haben wir alle von den schönen Eiern gefunden. Das ist ja geil. Nein, da war ich kurz drin. So, singen. Sehr schön. So, volle Lebensenergie. Aha. Ich will jetzt erstmal hier dieses ganze Gedöns wegmachen, das stört total. Diese kleinen Gegner, nervig. Egal, ich gehe da mal rein. Hier ist ein Seepferdchen. Oh, und boah. Ganz viele von diesen Heilungsviechern. Na, kommt alle her. Wow. Ach du meine Güte. So sterbe ich gar nicht mehr. So, jetzt gehen wir mal in die... Nein, nicht in die Westturm, in die... Lichtturm. Wir machen hier mal an. Hier auch. Und hier auch. Sieht das was? Gelb, grün, rot. Kann ich auch. Gelb, grün, rot. Gehen wieder aus. Oh! Hallo! Das da hinten hätte ich gerne. Darf ich das haben? Jetzt sind da diese komischen anderen Viecher an mir dran. Moment, das will ich nicht. Ja, hallo, du Krake, du. Solche. Ich muss die mal abmachen.
auf. Toll, da hat es so viele schöne Heilungsviecher. Ich weiß nicht, wie ich die nennen kann, aber die sind niedlich. Ja. Okay, warte. Das kann ich mir merken. Gib mir Zeit. Lila, blau, gelb, grün. Lila, blau, gelb, grün. Lila, blau, gelb, türkis? Ja, lila, blau, gelb, türkis. Lila, blau, gelb, türkis. Ich mach's doch richtig. Blau. Nee, das nicht. Lila, blau, gelb, türkis. Was mache ich hier falsch? Das ist rot. Lila, blau, gelb, türkis. Lila, blau, gelb, türkis, rot. Mach auf! Mach auf, ich will das haben. Also das leuchtet rot. Das hier leuchtet. Na? Komm. Das leuchtet lila. Vielleicht muss ich auch die in der richtigen Reihenfolge. Das leuchtet türkis, okay. Das leuchtet gelb. Und fehlt noch blau. Das blau. Okay. Wie war das? Lila. Moment. Das muss ich mir nochmal anhören. Komm. Lila, blau, gelb, türkis, okay. Nee, Moment, das war das letzte, das ist falsch. Geh mal wieder aus. Das ist gelb, das ist rechts, war türkis, ja. Lila, blau, gelb, türkis. Das war das, ich habe etwas gelöst, Jingle. Ha! Ich darf ihn mitnehmen. Danke! Danke, nettes Oktopus. Ich will dich noch schnell aufladen. Na gut, machen wir später. So, ich weiß sogar, wo ich den hinbringen muss. Danke, lieber Wal, das hat mir sehr viel gebracht. Nett von dir. Nein, das will ich haben. Gib! Laden wir es noch auf, dann leuchtet es vielleicht auch noch ein bisschen. Also ich schieße immer genau nach unten. So. Ja, können wir das durch diesen... irgendwie durchbuxieren? Ich denke mal schon, wir gehen. So. Hier oben war irgendwo... ja, hier. Das. Okay, ich dachte, ich muss ihn durchbringen, aber anscheinend nicht. Und jetzt hell. Ja. Zu ist. Machen wir mal auf. So, jetzt habe ich die Kugel. Und die Kugel muss ich nach da oben bringen. Ekelfisch, nein, geh weg. Dich mag keiner. Dich mag keiner. Nicht mal deine Mutti. Deine Mutti hat gesagt, du sollst weggehen. Okay, so. Die Teile können mir nichts. Die leuchten nur schön. Huch. Fische. Ja gut, was erwarte ich unter Wasser anderes als Fische? Vögel. Natürlich, Unterwasservögel. Hey, wo ist das Ding? Wo habe ich es verloren? Nein, wo ist das? Ist das hier irgendwo hängen geblieben? Toll, ich laber wieder ein Mist zusammen und... da. So. Die richtige Form und jetzt aufpassen. Du bleibst bei mir. So, jetzt erwarte ich aber auch eine schöne Belohnung. So viel Gerätsel. Trotzdem das Rezept wäre schön. So, was haben wir denn hier? Okay, hier geht's rein. Huf, wo bin ich? Da.
ist, ich bin da oben? Ach egal, es ist... Es ist irgendwas. Oh, eine Erinnerung. Found all of Naja's lost memories. A new ending. Toll, ich hätte gerne auch das normale Ende noch. Okay, dann muss ich mir den Bar-Safe mal merken. Eventuell hole ich das mal nicht. Okay, jetzt kriege ich wahrscheinlich das gute Ende. Das ist ja schön, aber ich würde gerne alle zeigen. Na gut. Ich merke mir einfach den Safe. So, dann habe ich, glaube ich, hier unten erstmal alles abgeschlossen. Und ich gehe jetzt erstmal weiter auf Erkundungstour. Das müsst ihr nicht miterleben, wir sehen uns dann gleich. Okay, und hier habe ich was gefunden, und zwar in dieser kleinen Höhle im The Whale. Einfach mit der Fischform durchschwimmen und dann ist hier irgendwas. Mal schauen, was das irgendwas ist. Ist The Long Life Soup Recipe. Das hört sich doch gut an. Gucken wir mal. Ah, da war's. Long Life Soup. Also hier plus 1 Regeneration. Einmal schön. Hot Soup, Small Tentacle und Any Mushroom. Schön. Any Mushroom. Zum Beispiel hier. Ach nee, ich brauche ja 3 Sachen. Verdammt, da muss ich was zum Kochen finden. Aber das ist doch schon mal ganz gut. Long Life Soup. Okay. Gut, dann bin ich gleich irgendwo anders. Mal gucken, wo ich bin.